Hallo und herzlich willkommen bei mir im ältesten Wirtshaus aus der Welt. Mein Name ist Bukhara, ich bin der Wirt vom ältesten Wirtshaus aus der Welt, der älteste Wirtshaus aus der Welt. Deswegen bei meine Familie des Wirtshaus seit 1658 ohne Unterbrechung betreibt. Dementsprechend stehen wir im Guinness-Buch der Weltrekorde. Sandhorn in der Nähe von Rengsberg. Außerdem Ausrufezeichen Adresse in Chat, dann weißt du, wo du hin musst, falls du hier zum Essen vorbeischauen möchtest. Und außerdem haben wir hier Klangschallen Therapie mit Konstantin. Grüß Gott, Herr Euer. Grüß dich. Wir zwei narrischen machen heute Leberkäs. Leberkäs mit einem süßen Senf. Ja, was denn sonst? Ja. Wo seid ihr? Ja. Süßer Senf oder scharfer Senf? Und Bob, weh, schreibt oder Ketchup ein. Mayonnaise! Was? Ah, ich konnte es nicht lesen, ja. Herrschaftszeiten. Was denn? Maggi auf Leberkäs! Maggi! Ach ja, auf! Mein Krüger zu zitieren. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Ja, mit irgendeiner Zwiebelwurzel mache ich das nicht. Stell dir mal vor, da steht am Brot, da verstehst du denn gar nicht. Ich wollte jetzt so. Nein, das machst du nicht, weil meine Waschmaschine. Schneid halt her, damit ich arbeiten kann. Ich bin da zum Arbeiten. Ja, ist ja gut jetzt da. Himmel, Arsch, immer selber mit dem Kerl. Wir zwei haben 150 Watt, das ist doch logisch. Oder so. Gibt's da so Best of. Ach, du so blöder Hammel, du blöder. Warte, blöder Hammel. Du bist ein bisschen Gaudi mal. Rödels Klangschallentherapie. Und morgen sehen Sie auf YouTube euer Konstantins Hörsturz. Jetzt live dabei. Also alle, das wissen wir, kennen auf Instagram, YouTube, Facebook. Onlyfans haben wir zwei zu sehen. Aber hallo, das kommt dann nachher noch. Ich weiß doch nicht, was du da treibst. Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung von dem, was ich tue, aber da habe ich ganz viel. Kann man loslegen. Okay, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Also ich kenne das nur aus dem Netz. Alle Emotes, die es habt, alle Bier-Emotes. Sind im Chat? Wir wollen jetzt, dass mal das hier Ding explodieren dort. Ich sag's euch, weil jetzt kommt nämlich der Leberkäsefön. Bei Sonne, genau so, Bortiger, genau so. Die hat einen von Einsprung. Schon geil, oder? Leck mich doch am Arsch. Schaut auf jeden Fall gut aus, mein Freund. Schaut euch mal dieses Scheiberl an. Vor allem, wie schön der dampft. Schau hin. Geiler Scheiß, oder? Alter, ich krieg, glaube ich, gerade einen Geschmacksknospen-Orgasmus. Das ist ja Wahnsinn. Merci dir, Muck. Es war wie immer eine wahre Freude bei dir und es war ein Gaumenschmaus. Vielen Dank, dass du dabei seid. Servus beieinander.